Hello, hello, hello. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Stell dir mal vor, du würdest jeden Tag größer und außergewöhnlicher denken. Also anders denken, als du bis eben denkst. Was würde das wohl alles verändern in deinem Leben? Mit unseren Gedanken erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit, jeder von uns. Niemand auf irgendeine andere Art und Weise. Und ich habe heute eine Erinnerung bekommen, was ich vor 2 Jahren mal gepostet hatte. Ist ja schon schön, so diese Erinnerungen von Social Media. Wie wäre es wohl, wenn du jeden Tag größer und außergewöhnlicher denken würdest? Was meine ich damit? Stell dir mal vor, du würdest jeden Tag, statt dir Gedanken drum zu machen, wie bezahle ich die nächste Rechnung, wie werde ich gesünder, wie finde ich Klarheit zu dem wahren Sinn meines Daseins hier, wie löse ich dieses Problem, wie mache ich das, wie mache ich das, also oder überhaupt mal. Entschuldigung, so diese ganzen Mangelgedanken, mit denen wir uns den ganzen Tag beschäftigen, was wir auch vom Außen aufnehmen, wenn irgendwo eine Krise ist oder was und was so alles auf uns einströmt, auch durch die Medien, durch die Nachrichten und, was ja zwangsläufig unseren Kopf beschäftigt. Ja? Jetzt stell dir mal vor, du würdest das mal ausblenden. Und würdest dir wirklich viel mehr Gedanken darüber machen, outside the box denken. Wie kann ich outside the box denken? Außerhalb der Komfortzone. Weil, nochmal, wir alle erschaffen uns mit unseren Gedanken, es ist immer erst der Gedanke da, unsere Lebenswirklichkeit. Und da hat mir heute sinnigerweise jemand auch darauf geantwortet, so nach dem Thema. Tenor, wie wäre es, immer mehr ins So-Sein, also so zu sein, wie es einfach ist, zu gehen, weil Denken sei schon so alt. Ja, Denken ist alt und es ist aber auch immer der allererste Gedanke, bevor etwas entstehen kann, ist immer erst der Gedanke da, es ist immer erst die Idee da, es beginnt alles mit dem Gedanken. Wir können, indem wir uns vielleicht darin üben würden, einfach in unserem So-Sein, nichts aushebeln. Etwas Neues kann immer nur kommen, wenn wir neue Gedanken denken. Und derjenige hat auch noch geschrieben, wir neigen dazu, alles so unter Kontrolle haben zu wollen. Natürlich geht es darum, auch Kontrolle loszulassen. Wir können im Grunde genommen gar nichts kontrollieren. Wir können mal kontrollieren, ob wir tiefer ein- und ausatmen, ja. Aber ansonsten ist das ein Trugschluss, etwas kontrollieren zu können, zu müssen oder zu sollen, weil, guck mal, die Zelldehnung in unserem Körper, die Atmung, wie der Sauerstoff in der Lunge verarbeitet wird, wie. Keine Ahnung, wenn ich was esse, wie das verdaut wird, das kann ich alles nicht kontrollieren. Das geschieht einfach. Und so bin ich ja auch irgendwann mal aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt, nach einer gewissen Zeit, jeder von uns. Das geschieht einfach, das können wir nicht kontrollieren. Und je mehr wir natürlich uns dessen bewusst sind und die Kontrolle aufgeben, umso mehr können wir uns natürlich dem Fluss des Lebens hingeben. Das ist außer Frage. Und es geht auch nicht darum, im Grunde genommen positiv zu denken. Positiv zu denken ist sicherlich immer noch besser als negativ rumzugrübeln. Das Ding ist nur positiv zu denken, so nach dem Motto, geht mir jeden Tag immer besser und besser und besser. Wenn ich keine ganz klare Vorstellung habe, wo geht denn die Reise hin, wird sich auch nichts ändern in meinem Leben. Das heißt, ich darf eine ganz klare Idee davon haben, wie genau und wo genau ich leben möchte und, was alles so für dich dazugehört. Beruflich, privat, gesundheitlich grenzt das mit ein oder kreist das mit ein, weil die gesundheitlichen Themen, die wir irgendwann auf der körperlichen Ebene unter Umständen haben, sind nichts anderes als Hinweise von unserer Seele, die ganz liebevoll über unseren Körper mit uns spricht. Hey, da gibt's doch bitte Dinge,
zu korrigieren. Natürlich kommen wir dann auf die Idee und sagen, naja, ab einem gewissen Alter gehen halt Zipperlein los oder ich sitze halt den ganzen Tag am Schreibtisch. Ist ja normal, dass ich dann Schulter-Nacken-Probleme habe oder dass ich Rückenprobleme habe oder keine Ahnung, was auch immer. So diese üblichen, ich sage, nenne es jetzt mal Zivilisationskrankheiten. Das sind alles Botschaften von unserer Seele, wo sie uns über den Körper liebevoll darauf aufmerksam machen möchte, hey, da gibt es doch bitte was zu korrigieren. Das sind alles Disharmonien in unserem System, wo wir mehr Dinge machen, die nicht wirklich unserem Selbst, unserem Herzen, unserer Mission, dem Sinn unseres Daseins hier entsprechen. Damit verbrauchen wir mehr Energie, als wir letzten Endes zu uns nehmen oder tanken. Also die Batterie wird leerer. Dann entsteht irgendwann ein Defizit. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist einfach, dass die Seele uns aufmerksam machen möchte. So nach dem Motto, geh du vor, lieber Körper, auf mich hört er nicht. Damit ist der Mensch, also du gemeint. Nur das hat uns nie jemand beigebracht. So, jetzt kommen wir nochmal dazu, wie wir uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Nur mit dem einfach so sein, etwas auszuhebeln, also Naturgesetze auszuhebeln, kann nicht funktionieren. Guck mal, wenn du dich umschaust in der Umgebung, wo du da bist, den Spiegel, den du bei mir hier gerade im Hintergrund siehst, der war ja nicht erst da und dann ist er kreiert worden, dann war der Gedanke da. Nein, irgendjemand hatte die Idee, einen Spiegel so zu stylen, hat einen Plan gemacht, hat das weitergegeben und dann sind andere Menschen auf die Matte gekommen, um es mal so auszudrücken, und haben diesen Spiegel dann designt. Und egal, was du dir anschaust, auch in deiner Wohnung, jedes Möbelstück, alles, auch die Kleider, alles, was wir tragen, es war immer erst irgendwo ein Gedanke da. Das sind Naturgesetze, das sind Gesetze von Saat und Ernte. Wenn ich sage, ich könnte Naturgesetze aushebeln, das Gesetz von Saat und Ernte, dass ich erst ernte und dann sähe, oder die Schwerkraft auszuhebeln oder whatever, gibt es ja so viele Naturgesetze, denen wir alle auch ja unterlegen sind. Das ist so ein bisschen weniger förderlich ausgedrückt. Ich sag mal, wir sind ja alle ein Teil diesen Ganzen und die Naturgesetze gehören einfach dazu. Und die auszuhebeln, das ist ein No-Go, das funktioniert nicht. Und wenn wir uns jetzt nochmal vorstellen, wir würden jeden Tag wirklich größer und außergewöhnlicher denken, wenn du dir viel mehr Gedanken drüber machen würdest, wo geht deine Reise hin und wie genau würdest du gerne leben, was ist der wahre Sinn deines Daseins hier, dann gehst du schon mal einen guten Schritt in eine andere Richtung. Und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt, ein ganz wichtiger Aspekt, den man uns in unserer Kultur auch mit beigebracht hat. Wenn ich so als 5-6-Jährige mich damit beschäftige, mit der Frage, wie kann ich jetzt rechnen lernen, wie kann ich schreiben lernen, wie kann ich etwas über Biologie lernen, wie kann ich, keine Ahnung, was auch immer, was so die Interessen von einem 5-6-Jährigen sind, was auch immer, ja, aber so rechnen und schreiben, das ist ja schon dann, wir sind ja wissbegierig, das ist ja dann schon irgendwo so in unserem Mind drin, dass wir das gerne lernen möchten. Mit dieser Frage alleine lernen wir es nicht. Weder rechnen noch schreiben noch sonst was. Wir brauchen jemanden an unserer Seite, einen Lehrer, der uns das beibringt. Ja? Deshalb sind wir zur Schule gegangen. Oder die Eltern haben uns beigebracht. Oder künftige Generationen werden wohl auch immer mehr zurückblicken können auf Homeschooling oder wie auch immer. Also wir brauchen Menschen an unserer Seite, die das schon wissen und können, was wir lernen wollen, und die können es uns beibringen. Das heißt im übertragenen Sinne, du hast bestimmt schon länger den Gedanken, das Gefühl, irgendwie muss noch mehr in meinem Leben möglich sein als das, was ich bis eben lebe, beruflich, privat. Möglicherweise schickt deine Seele dir auch schon Botschaften auf der körperlichen Ebene, um dich mal sanft darauf hinzuweisen, hey, bitte korrigier mal deinen Weg, bitte begib dich mal auf deinen Herzensweg, bitte mach mal mehr von den Dingen, was dir selbst wirklich entsprechen, und mal weniger von den Dingen, wo du glaubst, sie machen zu müssen, weil es gesellschaftskonform ist oder was auch immer.
dann darfst du dir auch erlauben, jemanden an deiner Seite zu haben, die dir hilft, von A nach B zu kommen, die dir hilft, wirklich den wahren Sinn deines Daseins hier entdecken, deinen Seelenplan zu entdecken, daraus den Seelenberuf zu kreieren, damit du auch dem Ruf deiner Seele folgen kannst und dir damit eben auch ein sicheres Einkommen, und zwar auch in der Höhe, wie du es wirklich gerne hättest, sodass du dir über Geld auch keine Gedanken mehr machen musst. Das war eines meiner größten Wünsche, als ich in diese Richtung gestartet bin. Ich wollte mir einfach über Geld keine Gedanken mehr machen müssen. Hatte mir ja auch mal vor Gott, 30 Jahre habe ich im öffentlichen Dienst gehockt, mir diese Stelle gesucht, unter dem Aspekt, ein sicheres Einkommen zu haben. Aber habe mich da zunehmend unglücklich gefühlt und auch fehl am Platz. Das hat mich nicht mehr voller Freude morgens aus dem Bett hüpfen lassen. Ja, also habe ich mir Menschen an meine Seite geholt, die ich vorher schon gesehen habe, beobachtet habe, wie du mich vielleicht jetzt siehst, beobachtest vielleicht schon länger. Und habe mir diese Menschen an meine Seite geholt, gefragt, hey, wie kannst du mich begleiten, damit ich auch mal in dem freien Leben ankomme, von dem ich bis eben träume? Dazu durfte ich mich entscheiden. Und das ist das Ding auch für dich, das würde ich dir gerne mal mit auf den Weg geben. Wie lange willst du noch warten? Wann entscheidest du dich, für dein Herz, für deine Seele, für das freie Leben, von dem du schon so lange träumst? Und jetzt nochmal Einladung, guck oben in der Bio, in der Nähe von dem Video, wo auch immer, klick auf den Link irmgard-bronda.de/Begleitung. Schau, was dich da jetzt gerade am meisten anspricht oder wo du sagst, okay, da kann ich mir jetzt vorstellen zu starten oder lass uns auch erstmal gerne am Telefon miteinander reden, damit wir da mal schauen gemeinsam, wo stehst du, wo möchtest du hin, dass wir dir Empfehlungen geben können und dann let's go, lass uns starten, du darfst dich entscheiden. Ohne Entscheidung wird sich nichts ändern, nur mit dem drüber nachdenken. Okay, in diesem Sinne. Klick auf den Link, schau, was spricht dich an oder lass uns auch erst gerne mal reden und dann können wir durchstarten. Mua. Ciao, ciao.